Sommer, Sonne und jede Menge Sportfreunde. Beim Sommerfest der Sportfreunde Klado kommen die Sportverrückten zusammen, um einen ganz besonderen Verein im Spandauer Süden zu feiern. In diesem Jahr nämlich steht das Sommerfest unter einem ganz großen Motto an. Das Besondere in diesem Jahr ist, dass der Verein es unter das Motto 750 Jahre Klado gestellt hat, im Rahmen einer Veranstaltungsreihe also nochmal besondere Aufmerksamkeit erzeugen will. Mit spektakulären Shows präsentieren sich die Abteilungen der Sportfreunde Klado von ihrer besten Seite. Von Taekwondo, Showtanz und Kung-Fu bis hin zu Tennis und Leichtathletik. Die Sportfreunde zeigen die gesamte Vielfalt des Vereins. Unsere Ehrenamtler haben so viele tolle Sachen vorbereitet, so viele Stationen. Und wir sind einfach beeindruckt, wie viel unsere Einladungen gefolgt sind, wie viele Mitglieder, wie viele Gäste aber auch, wie viele Politiker die Chance genutzt haben, hier unser Verein kennenzulernen, die noch nicht den Verein kennen und einfach Spaß haben an dem Tag. Und auch für die Kinder und Sportler stellt der Sportverein im Spandauer Süden mehr dar als nur einen normalen Sportclub. Bei den Sportfreunden Klado bin ich einfach gerne, weil das ist halt einfach cool. Wir sind alle so eine Gruppe und alle halten eigentlich zusammen. Es gibt wenig Stress, es macht Spaß und man lernt viel. Ich finde, der Verein hat ein sehr angenehmes Klima und wie gesagt, wir sind 3 bis 4 Mal die Woche in der Halle und es ist schon eine kleine Familie geworden. Ob vom Grill, vom Kuchenstand oder mit dem ein oder anderen Kaltgetränk, die Stimmung auf dem Sommerfest könnte ausgelassener nicht sein. Wer jetzt also Lust auf Sport im Verein bekommen hat, bei den Sportfreunden Klado ist sicherlich für jeden etwas dabei. Das Besondere ist eigentlich, dass auch jeder mal sich in den Sportarten ausprobieren kann. Ja? Also wir haben eine Station Tennis, da kann auch Mutti mit ihrem Kind mal probieren. Wir haben Judo, also man kann sich auch mal auf die Matte legen lassen. Oder auch mal ein bisschen Leichtathletik oder mal wieder gegen den Ball treten, weil es ja Sommerpause. Also es ist für alle was da und die ganz Kleinen kommen auch auf ihre Kosten. Bei bestem Sommerwetter genießen die Gäste die gute Atmosphäre bis in die Abendstunden. Und so könnte die Vorfreude auf das Sommerfest im kommenden Jahr kaum größer sein.